einen wunderschönen Tag wünsche ich euch in meinem letzten kleinen DM-Haul. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, er ist sogar in der Endcard verlinkt und natürlich auch in der Infobox, habe ich euch diese kleine Lidschattenpalette gezeigt, also dieses kleine Trio von Catrice aus dem neuen Sortiment. Und ganz, ganz viele von euch haben sich gewünscht, dass ich ein Video dazu mache. Deswegen gibt es heute dieses Video. Den Look, den ich jetzt trage und kreiert habe mit dieser Palette und anderen Sachen, besteht ausschließlich aus Drogerieprodukten. Der Bronzer ist nicht Drogerie, fällt mir gerade ein, aber das ist wirklich alles. Ansonsten ist alles komplett Drogerie, in der Drogerie zu erhalten. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Ich hoffe, der Look gefällt euch und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Als Foundation habe ich die Catrice Amid Plus Foundation benutzt. Dann habe ich noch den Maybelline Fit Me Concealer benutzt, einfach um meinen Teint so gut wie möglich auszugleichen. Habe den Concealer dann später nochmal auf das Gesicht gegeben, auf die Stellen, wo ich noch ein bisschen mehr Deckkraft wollte. Und das Ganze dann gut verblendet. Unter den Augen habe ich dann den Max Factor Master Touch Concealer benutzt. Den mag ich sehr gerne, weil er die Augenfältchen überhaupt nicht betont und auch sehr gut abdeckt. Und als Puder habe ich dann das Essence Puder benutzt, was irgendwie ein bisschen stinkt, aber was mir vom Finish her sehr gut gefällt. Für meine Augenbrauen habe ich dann das Catrice Eyebrow Set benutzt. Ich benutze meistens den helleren Ton und habe das Ganze mit einem Pinsel, mit einem Eyeliner-Pinsel von Rival de Luc Young aufgetragen. Und wenn ich meine Augenbrauen dann fertig nachgezeichnet habe, festige ich sie immer noch mit dem transparenten Augenbrauengel von Averde. Dann habe ich natürlich meine liebste Mascara, die The Rocket Volume Express Mascara von Maybelline benutzt und dazu noch die Lash Sensational und dann anschließend die Eyeshadow Base von P2 aufgetragen. Nachdem meine Lider dann gut vorbereitet waren, habe ich mit den Lidschatten begonnen und habe den hellsten Ton auf das komplette bewegliche Lid aufgetragen und gut verteilt. Dann habe ich den mittleren Ton aus der Palette genommen und habe ihn im äußeren V und in der Lidfalte aufgetragen. Habe das Ganze auch ein bisschen geschichtet. Ich finde, das kann man bei diesen Lidschatten sehr, sehr schön machen. Man kann sie also sehr, sehr schön aufbauen und habe das Ganze dann anschließend gut verblendet. Anschließend habe ich den dunkelsten Ton der Palette genommen und habe mich darauf konzentriert, ihn hauptsächlich im äußeren V aufzutragen. Das ist für meine Augenform einfach am schmeichelndsten, weil es so ein bisschen ihr entgegenwirkt und einfach ein bisschen mehr Tiefe schafft. Ihr könnt es natürlich noch weiter in die Lidfalte ziehen, je nachdem wie ihr möchtet. Ich habe es eben hauptsächlich im äußeren V getan. Als Highlighter-Ton habe ich einen aus der Maybelline Minutes Palette benutzt. Das war einfach ein sehr, sehr heller Ton. Den habe ich dann unter den braunen Bogen gegeben, um ein Highlight zu setzen. Für das Highlight im Augeninnenwinkel habe ich einen gebackenen Lidschatten von Averde benutzt, den es, glaube ich, nicht mehr gibt. Da könnt ihr einfach einen anderen schönen, schimmernden, hellen Lidschatten nehmen, den ihr habt. Und nach meinem heißgeliebten Solar Powder von Soap & Glory habe ich dann das Max Factor Pastel Compact Blush benutzt. Ich finde das wunderschön, ihr wisst das schon, ich habe das schon so oft gesagt, aber ich finde, das macht einfach einen sehr, sehr frischen Teint und habe dann nochmal den Averde Lidschatten als Highlighter aufgetragen. Auf die Lippen habe ich dann erst einen Lip Liner von Essence gegeben mit einem sehr schönen Rosenholzton und habe das Ganze dann anschließend mit meinem neuen Catrice Gloss getoppt.